die wollten, dass ich mich ausziehe und hier, da. Und es war fast wie ein Porno und man hat wirklich fast bunt. Larissa ist einmal mehr hässig auf ihre Männer. Das Mal trifft sie Schuschu. Schuschu, erzähl mal, was hast du gemacht? Ich habe eine Situationship geführt, bevor ich hierher gekommen bin. Psst! Für all die, die nicht wissen, was eine Situationship ist, ich helfe schnell. Es ist mehr als eine Affäre, aber weniger als eine Beziehung. Also einfach kompliziert. Ich habe mittlerweile gemerkt, dass ich die Person extrem vermisse und Gefühl für die Frau bekommen habe. Ich sehe hier keinen weiteren Sinn, dass du hier bleibst. Und darum ist es für uns alle am besten, wenn du jetzt gehst. Ich glaube, er hat die im Fall schon sehr gut aussehend gefunden. Ich gehe auf B, glaube, das hat er mir mal noch gesagt. Ich schließe mich Matteo an. Ich hätte eigentlich auch in der Nacht von der Rose schon verstanden, wo ich gesagt habe, dass das Gefühl abgebaut haben. Und eigentlich hätte ich dort auch heim wollen. Ja, sonst wieso nicht? wir haben am nächsten Tag immer nach der Nacht von der Rose haben wir einen Off-Day. Und dort wären wir auf Safari gegangen. Und ich war so egoistisch, dass ich gefunden habe, ich wollte unbedingt auf die Safari. Fun Fact: Am nächsten Tag war richtig grusig Wetter und Safari ist abgesagt worden. Karma! Karma! Weil man muss sagen, der Schuschu ist sicher einer von der besser aussehenden von uns. Und natürlich ich, oder? Ja, aber Alessi ist auch bildschön. Muss man das auch sagen. Ich finde die anderen hübsch. Und wieder ein Date mit dem Alessio. Und das Mal kann Larissa ihre rosarote Brille gar nicht ablegen. Also du machst, passt irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass es eine Masche ist von dir, oder? Nein, es ist keine Masche. Oh ja, dann. Ich hätte gesagt, ich nehme C, wenn du A nimmst, nehme etwas anderes als du. Das ist brutal komisch. Ich glaube, beim ersten Kuss hatte ich die Kameras noch im Hinterkopf und ich habe quasi gespürt, wie sie mich filmen. Zwei Gedanken, die ich hatte, hat es die ganze Schweiz gesehen. Ja. Würde ich es wieder machen? Ja, hang on. Wir fressen uns halbwegs auf und ich glaube, es kann noch weitergehen. Okay, get a room! Ja, es sieht irgendwie nach einem romantischen Date aus. Erst Eintag und plötzlich zieht er sein Hemd aus. Ich finde es eine komische Wendung irgendwie. Das ist sehr unangenehm. Es ist sehr unangenehm. Also, das ist jetzt schon zu einem Softporno geworden. Ja. Aber der Alessio ist dann noch zurück, hat uns gesagt. Die wollten, dass ich mich ausziehe und hier, da. Und es war fast wie ein Porno und man hat wirklich fast bumst. Das hat wirklich noch gesagt, so ist es. Larissa konfrontiert Lars mit ihrer Angst, er könnte ein Fuckboy sein. Zum Schutz nimmt sie Bodyguards als Date mit. Ich sage B, weil... Ich wünschte, du könntest mich sehen, ja. Ich kann den Lars mittlerweile einschätzen und er ist ein Fuckboy. Er braucht eine Frau, die man an die Leine nimmt, dass er kein Fuckboy mehr ist. Und es hätte können sein oder kann sein, dass es Larissa ist und das schafft. Es macht irgendwo durch. Ist auch, macht es auch wie weh, von Stimmt. dir halt das Vertrauen nicht zu bekommen, weil ich da irgendwie nie einen Grund dazu gebe. Ja, Lars und Larissa werden ein Match, meiner Meinung nach. Hast du viel? Wenn sie es schafft, an die Leine zu bringen, weißt du, was ich meine? Schaffst du es mit dem Lars? Das schaffst du. Irgendeine Frau wird das schaffen. Und ich wünsche mir, dass es Larissa ist. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich da wirklich so verlieben oder verschiessen in eine Frau. Wir fassen noch mal schnell zusammen. Larissa hat noch 4 Monate zur Auswahl. Ein ständig oben ohne Dude mit Flirtmaschinen. Ein ständig oben ohne Dude, der ein Fuckboy könnte sein. Der ängstliche Mutz Moritz und der Matteo, du bist ja, glaube ich, der perfekte Mann. Der Traummann. Der perfekte Schwiegersohn. Der perfekte Mann. Und darum, Larissa, wer schickst du heim? Matteo. Blim, 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 blim. Ich habe mich geschämt, das ist schon recht cringe zu schauen. In diesem Moment, ich bin da auf dem Boot gehockt und dann ist mir das Wort Verliebtheit oder Verliebtsein rausgerutscht. Und in diesem Moment habe ich schon überlegt, jetzt habe ich es vergeben. Ich glaube, sie ist doch ein bisschen naiv, wenn sie selber sagt, also ich habe es jetzt nicht gesehen, aber wenn sie selber sagt, sie steht, es ist falsch Bad Boys und weiss auch nicht was. Und sie hat 2 Bad Boys im Finale und 2 Lover Boys, die sie dann rausschmeißen, also der Moritz und du.
Also, true. Wenn du aus Fehlern nicht lernst, dann bist du einfach naiv. Auf dem Katamaran werden Körper aneinander gerieben und ganz unangenehm Party gemacht. Aber am Alessio scheint es zu gefallen. Alter, das ist so unangenehm. Wie viel Mal haben wir müssen tanzen miteinander? Das mache ich. In meinem ganzen Leben habe ich nie so viel getanzt. Hey, Arsch an Schwanz und nur dran reiben, das ist nicht tanzen. Ja, ja, machen das, mache das mit Klasse. Ja. Oder, so. Keine Ahnung, dann twerkst du selber, anstatt dass sie twerkst und du haust ihr auf den Arsch, so wird nicht tanzt. Ich sage C, er hat es aufgegessen. Also er, am liebsten hat es aufgegessen. Der Sir. Ja, am liebsten hat es aufgegessen. Aber er hat es schon nicht mit dem Essen. Ja. Gewonnen hat diese Runde der Matteo. Ein Ticket heim gibt es wieder Schuschu, den Matteo und den Moritz.